Ja, herzlichen Dank für die Einleitung und Begrüßung. Es ist mir eine außerordentliche Freude, heute hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Ich habe ein paar Gedanken mitgebracht, die ich gerne mit Ihnen teilen wollen würde. Und die Idee letztendlich ist, Sie mitzunehmen von unterschiedlichen Eindrücken und Impressionen. Wir wollen über die Stakeholder einmal kurz sprechen, ein paar Beobachtungen im Markt, die werden Sie wahrscheinlich teilweise teilen, dann über vielleicht Implikationen, Notwendigkeiten, die uns umgeben, einen kleinen Blick auf das Thema Dynamiken werfen und vielleicht die eine oder andere Anregung mitnehmen oder vielleicht halt auch mit anderen teilen. Ja, zum Verband der Beratenden Ingenieure. Wir sind ein Unternehmensverband mit 1.600 Unternehmen. Bei uns sind 47.000 Mitarbeitenden in den Unternehmen dann engagiert und wir versuchen, die Branche vom Plan bei uns eben halt zu vereinen. Thema Digitalisierung ist natürlich für uns in einem Arbeitskreis ein sehr intensives Feld. Wir haben jetzt unterschiedliche Themenfelder, habe ich Ihnen mal mitgebracht. Das könnten mal unterschiedliche Schwerpunktthemen unserer Tagesordnung sein. Insofern, wir versuchen uns mit dem Thema BIM und Digitalisierung relativ breit zu befassen und natürlich auch Strömungen mit aufzunehmen aus Forschungsprojekten oder eben halt auch aus aktuellen Entwicklungen. Ja, und wenn man jetzt so ein bisschen reinschaut, mit welchem Hintergrund, kann ich ein bisschen dazu erläutern, habe ich Ihnen mal, wie das bei einem Professor so ist, eine Vorlesungsunterlage mitgebracht und da greife ich zurück auf den Professor Kochendörfer. Das ist eine Einführungsveranstaltung für Bauingenieure, die Stakeholder des Plan und Bauens. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber es macht das eine oder andere vielleicht noch einmal deutlich, was wir da eigentlich so haben. Wir haben auf der einen Seite die Nachfrager, öffentliche Hand, das kann der private Wohnungsbau sein, also auf jeden Fall alle, die als Bauherr irgendwie auftauchen. Und auf der anderen Seite haben wir alle diejenigen, die eben halt diesen Baumarkt befriedigen. Also das sind die Architekten, das sind die Planer, das sind die TGA-Planer, die Fachplaner, die Bauunternehmen, die Handwerker, also alle diejenigen, die letztendlich an dem Bauprozess beteiligt sind. So, und im Kern ist der Baumarkt. Der Baumarkt, wir sehen das jetzt, Stichwort Brücken, Brückensanierung, Spannbetonbrücken der 70er Jahre, egal ob Autobahn oder Eisenbahn. Wir haben die Eisenbahn selbst, Stichwort Schienengipfel, Investitionshochlauf. Wir haben die Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung mit dem Kanalbau. Und wir haben natürlich aufgrund der schwächelnden Zinslage auch einen schwächelnden Wohnungsmarkt derzeit. Also letztendlich ist das der Markt, an dem wir halt gemeinschaftlich halt tätig sind. Und idealerweise versuchen wir das natürlich auch sehr erfolgreich zu tun, ohne dass wir eben halt Verschwendungen halt haben, Doppelarbeiten und so weiter, sondern da kommt es ja letztendlich auch Effizienz drauf an. Ich denke, was man sehen kann, ist, das ist wie ein großes Orchester, was zusammenspielt im Planen und Bauen und das funktioniert nur richtig gut, wenn man auch gut eingestimmt halt ist. Ich will nicht sagen, der Dirigent gibt den Takt halt vor, aber auf jeden Fall im Takt sollte man gemeinschaftlich spielen, damit es hinterher auch eine wohlklingende Symphonie halt wird und das Ohr eben halt das auch genießen kann. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Ja gut, wenn man das jetzt so ein bisschen im Hinterkopf halt hat, die unterschiedlichen Stakeholder des Plan und Bauens, schauen wir mal einen Blick, werfen einen Blick hinein in dem, was denn so zu beobachten ist. Ich habe Ihnen da mal ein paar Eindrücke mitgebracht von Seiten des Bauherrn. Einen Bauherrn, da können wir jetzt mehrere sagen, hier ist ja Intergeo, Infrastruktur im Fokus, insofern ist der Blick jetzt hier mal ein bisschen stärker beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr und damit ist es klar, wir werfen einen etwas stärkeren Blick auf die Infrastruktur natürlich halt auch hin. Da haben wir natürlich auf der einen Seite Plan, Bauen, Betreiben, die Aussage des Ministers, as soon as possible, das Thema BIM halt umzusetzen.
So, jetzt kann man sagen, kann in unterschiedlichen Bereichen etwas früher, etwas später, aber letztendlich ist eine klare Aussage da, wir wollen den Weg in die Digitalisierung gehen. Die parlamentarischen Staatssekretäre, je nach unterschiedlicher Gewichtung, der eine mehr im Autobahnbereich, der nächste bei der Schiene oder bei der Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung, treiben die Themen voran. Es hat eine politisch klare Unterstützung. Wir sehen, dass das Bundesministerium auch Strategien, Masterpläne und Papiere entworfen hat und die sind frei verfügbar da. Die nächsten Schritte sind dementsprechend hin zur Plattformarchitektur, ein Stück weit Richtung Ökonomie, weitere Technologien, Einsatz hineinzubringen. Also man will mit dem Digitalmodell halt weitergehen. Also auf jeden Fall kann man sagen, nicht ob BIM kommt, sondern BIM kommt, ganz klares Statement aus dem Ministerium. Nun, wenn wir einmal weiterschauen, dann sehen wir die Verlängerung vom Ministerium mit einer Ausschreibung für die Partnerschaften Deutschland beziehungsweise für die PB 4.0, die das Thema BIM Deutschland letztendlich gehostet hat und das BIM-Portal erstellt hat. Die Minister Geiwitz und Wissing haben das eröffnet, das BIM-Portal. Es sind Datenkataloge und Standardisierungsunterlagen da zur Verfügung. Eine fachliche Pflegestelle kümmert sich weiter darum, damit das eben halt fortgeschrieben wird. Auch dort ist Kompetenz aufgebaut worden, um letztendlich BIM in diesem schwierigen Umfeld von unterschiedlichen Stakeholdern weiter voranzubringen. Also auf jeden Fall auch hier ein klares Signal, BIM wird unterstützt und gefördert. Ein Blick Richtung der Bundesfernstraßen, da könnte man jetzt auf die Autobahn gehen oder ich habe jetzt hier mal die Degis mit rausgenommen, ist ganz klar, man hat die Vision, das Thema BIM im Bundesfernstraßenbau halt umzusetzen, konkret in Projekte halt hinein. Und man schleift an unterschiedlichen Punkten, die noch ein bisschen schwierig sind. Teilweise ist es mit dem Kultur, wie arbeitet man in so einem Modell halt zusammen, wie kriegt man die Masterpläne skaliert auf die unterschiedlichen Bundesländer. Aber die gute Nachricht ist auf jeden Fall, die Degis ist in allen Gesellschafterländern vertreten und macht Pilotprojekte oder hat auch mehrere Projekte schon umgesetzt. Man kann eigentlich davon sagen, BIM ist, was das betrifft, eingeführt, also nicht kommt BIM, ja oder nein, sondern BIM kommt oder ist sogar schon da. Wenn man Richtung Schiene halt guckt, ein anderer ganz großer Infrastrukturbetreiber, den wir bei uns halt haben, dann einfach nur die Schlaglichter und Impressionen der letzten Zeit. Ich habe einfach mal 4 Überschriften mitgebracht. Man stellt sich international auf in der Dachregion, um das Thema BIM miteinander zu vernetzen und natürlich zu optimieren. Man guckt auch auf das Thema BIM, wie kann ich das Thema BIM einfacher machen? Also nicht jede Datenmenge oder jedes Datum, was ich zur Verfügung habe, beliebig zur Verfügung zu stellen, sondern zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, die richtige Menge an Daten letztendlich auch zur Verfügung zu stellen. BIM einfach machen. In doppelter Bedeutung. Einerseits machen, aber eben halt auch sparsam mit den Daten letztendlich umzugehen. Das Thema Green BIM, natürlich, klar. Wir sehen es gleich noch ein bisschen weiter hinten. Die SDGs, Green Deal und so weiter, bringt das Thema natürlich auch zur Bahn weiter und natürlich selbst ist die Bahn natürlich auch ein Hoffnungsträger, um eben halt da mehr Verkehr oder Güter halt aufzunehmen, also auch selbst grüner zu werden. Also die Verquickung zwischen Infrastruktur, Digitalisierung und Grünes findet auch natürlich bei der Bahn sehr vehement statt. Und vielleicht für diese Messe von besonderer Bedeutung ist dann noch der Blick, was passiert da eigentlich bei der Datenaufnahme. 360 Multi-Scan sozusagen von der Strecke. Da ist letztendlich pur in der Umsetzung, wo gescannt wird, wo verarbeitet wird und wo die Daten ein Stück weit dem BIM-Modell näher gebracht werden. Eigenständige Präsentation, eigenständiges Thema. Wir werden heute Nachmittag viele Fachthemen noch haben und insofern will ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich will nur sagen, ist keine Fiktion, sondern ist im Markt da und wird schrittweise verstärkt eingesetzt. Ich bin felsenfester Meinung, wenn wir das Thema energetische Gebäudesanierung, Bauen im Bestand halt sehen werden, werden wir das Thema, wie kriege ich einen gescannten Punktwolkenplan aus einem Gebäude halt in einen digitalen Plan halt hinein, auch noch in anderen Stellen halt sehen. Ja,
Stichwort Planer an der Stelle. Also wenn man sich so ein bisschen an die Stakeholder des Plan- und Bauens nochmal erinnert, dann haben wir natürlich den Bauherrn, wir haben letztendlich da die Nachfrageseite, aber natürlich auch die Planer, die ja relativ zum Anfang der Wertschöpfungskette planen, bauen und betreiben halt stehen. Und da ist eigentlich ganz interessant, as planned, as built, as is. Man versucht, so gut es geht, eben halt das digitale Modell halt nicht nur aufzusetzen, sondern auch halt nachzuhalten. So, und jetzt sind Themen, wo geht die Reise halt weiterhin? Natürlich Dekarbonisierung, wie kriege ich Gebäude halt nachhaltiger aufgesetzt? Und da das natürlich im Wettbewerb stattfindet, ist klar, es ist eine gewisse Challenge zwischen den Büros halt, sich hier zügig halt aufzustellen und das eben halt auch seinen Kunden anbieten zu können. Themen, die in der weiteren Entwicklung sind, sind natürlich irgendwie das Thema EU-Taxonomie, ESG. Wir hatten da gestern tolle Vorträge zu gehabt und insofern, da kann man schon ziemlich tief halt eintauchen. Allerdings so die richtig ideale Vergleichbarkeit im deutschen Kontext ist, glaube ich, noch nicht so ganz da, wo wir eigentlich hinwollen. Da müssen wir noch ein bisschen umsetzen. Aber in der Tat, also wir sind da halt unterwegs. Von der Datenseite her, von der planerischen Seite geht da viel. Die Anforderungen werden natürlich größer an das Projekt. Ich baue jetzt nicht mehr ein Gebäude, was einfach statisch steht, sondern ich baue ein Gebäude, wo ich eben halt Komfort drin habe und das Ganze nach Möglichkeit dekarbonisiert. Insofern die Herausforderungen an den Planer sind natürlich etwas gestiegen. Aber es geht mit einer vernünftigen Datengrundlage und aus einem Statement vor ein paar Tagen habe ich es mitgenommen, BIM ist angekommen und zu bleiben. Also nochmal die Wahrnehmung, vorher war irgendwie, wir wollen BIM, BIM kommt, ist unterwegs und aus Sicht des Planers, BIM ist gekommen, um zu bleiben. Wir sind da quasi mehr oder weniger aus der Planersicht schon angekommen. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, Statistiken der letzten Zeit, ich weiß doch, dass da andere Verbände Befragungen gemacht haben, ein Drittel hat BIM eingeführt, ein Drittel überlegt BIM einzuführen und ein Drittel ist es egal. Da muss man sagen kann, ist das eine Punktaufnahme und eine Entwicklung, dass halt das Thema Digitalisierung und BIM eben halt auch zum Wohle des BIM-Modells oder zur Weiterentwicklung des BIM-Modells halt schrittweise weitergeht. Wenn man aus der Planung rüberschaut in den Baubereich, ist auch ganz interessant zu sehen, dass hier jetzt nicht die Frage ist, können wir das und so in die Richtung? Natürlich, die DEGIS hat Pilotprojekte gemacht, es wird halt umgesetzt. Ich habe jetzt mal mehr oder weniger willkürlich zwei Präsentationen auch von Unternehmen halt rausgegriffen. Insofern, es ist nicht klein oder groß, sondern es wird gemacht und man geht halt hinein. Was hier eigentlich interessant war, ist, dass durch das BIM-Modell, das kollaborative Arbeiten, eher das Partnerschaftliche ein Stück weit im Vordergrund halt geht und eher auch das Thema, wie kommen wir zusammen auch in den potenziellen Situationen von Nachträgen, eigentlich eine ganz andere Situation ist, weil ich im Vorfeld einfach schon viel klarer und sauberer halt arbeite und dokumentiere. Und hier war der Wunsch, mehr Projekte, um daran zu lernen, beziehungsweise das auch stärker reinzubringen, es einfach in eine gewisse Skalierung halt hineinzubringen. Erste Schritte sind gemacht, man ist auf dem Weg und das findet sich auch in dem Statement letztendlich wieder, BIM wird zum Projektstandard. Ist vielleicht noch nicht in der Masse, aber man sieht, das kommt mehr und man stellt sich darauf ein. Jetzt könnte man mit Betreiben und Recyceln bzw. Wiederverwenden an der Stelle weitermachen. Das mache ich mal bewusst nicht, sonst läuft uns die Zeit völlig weg und ich gehe mir davon aus, dass wir Unternehmen wie Madasta, Conquila vielleicht in anderen Kontext auch schon mal gehört haben. Aber ich will Ihnen vielleicht nochmal eine Überlegung mitbringen, die ich hier skizziert habe. Die Idee ist ja letztendlich rauszukommen aus diesen Datensilos an der Stelle. Und auf der einen Achse, in gelb gezeichnet, haben wir das Thema Plan, Bauen, Betreiben oder ein Stück weit auch den Rückbau oder das Wiederverwenden von Materialien. Das ist die normale Wertschöpfungskette Plan, Bauen, Betreiben, wie wir sie eigentlich normalerweise diskutieren. Und mit unserem BIM-Modell haben wir uns auf die Reise gemacht, dass der Bauherr sagen kann, Digitalisierung ist eine gute Idee, wir schieben das in den Planungsbereich halt hinein. Nein. Die Pilotprojekte kommen vermehrt in den Baubereich halt an und werden umgesetzt. Im Betrieb, wenn man mit den FM-Land spricht und dergleichen, sieht man, da docken auch die ersten Projekte langsam an, aber an Schnittstellen und Kommunikation ist es noch nicht ganz reibungslos. Aber die Modelle sind letztendlich verfügbar. Und wenn wir weitergehen, wird man auch die Frage, wie kriegen wir Gebäudeteile vernünftig wiederverwertet, Stichwort Conquila Madasta, auf den Rückbau halt hin. Unsere horizontale Wertschöpfungskette.
Wenn wir jetzt ein digitales Modell von einem Projekt halt haben und das bei allen Projekten halt machen, haben wir eigentlich die Möglichkeit, zwischen den digitalen Modellen natürlich auch zu schauen. Wenn ich frühzeitig weiß in der Planung, welche Materialien mir perspektivisch aus dem Rückbau zur Verfügung stehen, kann ich das möglicherweise in meinem Projekt halt schon verwenden. Also letztendlich brauchen wir für die Domäne Plan, Bauen, Betreiben ein Ökosystem, ein Datenökosystem, wo wir Daten digitaler Zwillinge perspektivisch in einem kontrollierten, souveränen Umfeld auch miteinander kommunizieren lassen können. Auf der anderen Seite sehen Sie eine Linie, da steht dann sowas wie öffentlicher Sektor, Geoinformation, Smart Living etc. halt dran. Dies sind bereits unterschiedliche Domänen gegründet in dem Kontext der Gaia-X-Initiative zwischen Deutschland und Frankreich, wo eben halt der Datenfluss beispielsweise vorgesehen wird für autonomes Fahren oder eben halt auch bei Geoinformation. Ich bin ziemlich sicher, wenn man zum Stand zur Esri halt geht, wird man in dem Kontext auch das eine oder andere noch tiefer halt eintauchen können. Das heißt also, aus den anderen Domänen werden wir Daten, Geoinformationsdaten perspektivisch sehr gut auch in unserer Domäne planen, bauen, betreiben, halt verwenden können, um dementsprechend mit unseren Modellen weiterzuarbeiten. Also wir haben hier mehrere digitale Ökosysteme, die perspektivisch in Interaktion treten werden. Das ist ein Schritt, der langsam in die Bewegung, sich entwickelt und in Bewegung hineinkommt. Ein Part, den wir sehen, ist, dass diese Abhängigkeiten oder starren Silos beginnen, ein Stück weit aufzubrechen und das miteinander geredet wird. Alleine aus der Ecke, was oben drüber steht, der Nachhaltigkeit und den Erfordernissen aus den Kriterien Green Deal und folgende, ist es notwendiger, die Gebäude nachhaltiger aufzustellen. Die Energieversorgung wird nachhaltiger aufgestellt sein müssen und das letztendlich miteinander zu kalkulieren, die Daten zu teilen, ist dieses Datenökosystem früher oder später mit Sicherheit im Zentrum unserer Diskussion. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber die ersten erfolgsreichen Projekte, Catena X, Manufacturing X, sind auf dem Weg und damit auf den Weg in die Realwirtschaft hinein. Warum der ganze Kram, warum das alles ringsherum? Ich habe mal so ein paar Gedanken mitgebracht, Notwendigkeiten, Klimawandel, wir müssen da was dagegen setzen und da ist mit Sicherheit die Optimierung, wie gehen wir mit Baustoffen um, wie gehen wir mit Zement um, schon ein sehr guter Ansatz. Das Thema gerade in Deutschland, demografische Entwicklung, wir werden weniger Leute halt haben, die auf dem Bau halt arbeiten, beziehungsweise auch in der Planung oder in der Genehmigung dabei sind. Wir müssen gucken, dass wir einerseits das so attraktiv wie möglich machen, gleichzeitig aber eben halt auch effizienter werden in dem, was wir tun. So, und im Bereich der Digitalisierung, das ist das, was ich indirekt schon angesprochen habe, das Thema Effizienz, Doppelarbeiten muss verschwendet werden. Es ist kein Wunder, dass viele Stakeholder sich mit dem Thema Lean Management, Verschwendung vermeiden etc., Prozessoptimierung beschäftigen. Das ist ein Part, der zahlt direkt natürlich auch auf die Digitalisierung halt ein. Und aus Forschungsprojekten will ich da vielleicht nochmal ein Themenfeld sagen kann, was auch, ich denke, großes Potenzial halt hat, ist durch das Scanning, Laserscanning, der Detektion von potenziellen, ich sag mal, Problemfeldern, beispielsweise an Brücken oder Schadensbilder eben halt zu erkennen. In einzelnen Projekten läuft das schon ganz gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für das Flächennetz der Autobahn, Brücken und so weiter auch großes Potenzial haben können. Ja, und das Ganze mit einer KI-Unterstützung, dass der Ingenieur an den Punkten nur noch dran muss, wo er auch wirklich hinschauen soll. Ja, vielleicht vor dem Hintergrund der Zeit, jetzt nicht allzu viele Folien mehr, zu den Dynamiken würde ich gerne noch was sagen. Wie entwickelt sich das letztendlich alles aufeinander zu oder voneinander weg? Ich glaube, bei dem Thema Klima 1,5 Grad Ziel haben wir eine Zeitleiste, die mehr oder weniger gesetzt ist. Wir können jetzt sagen, Bundesverfassungsgerichtsurteil etc. Wir wollen in Deutschland ein bisschen früher fertig werden, aber es wird mit Sicherheit ein sehr engagiertes Ziel, in der Zeit die Gebäudesanierung, die Passagierströme, die Verkehrsströme so umzusetzen, dass wir unseren CO2-Fußabdruck da halt in der Zeit vernünftig halt hinbekommen. Und wenn wir das Ganze in Projekten halt machen wollen, dann müssen wir das natürlich auch irgendwie vergleichbar halt gestalten und damit dementsprechend brauchen wir auch klare Standards, damit wir eben halt auch das in Vergabeverfahren beispielsweise vernünftig miteinander vergleichen können.
dann, ich glaube, dazu haben wir vielleicht sogar in einer Panel-Diskussion am Donnerstag sogar Chance, wenn der Dean da mit dabei ist. Das ist, glaube ich, ganz spannend an der Stelle. Demografische Entwicklung, ganz klar an der Stelle. Die Planungs- und Bauaufgaben sind so groß, dass wir in dieser Zeit, wo wir sie eigentlich umsetzen müssen, um den Klimawandel zu stoppen oder eben halt einzubremsen, echt ganz engagiert da gemeinschaftlich ran müssen. Und insofern ist ein Stück weit die Hoffnung, dass wir, ich sag mal, klar an den Punkt Fachkräfte aus eigener Schmiede der Universitäten natürlich bekommen, aber auf der anderen Seite gleichzeitig natürlich auch in puncto Produktivität noch effizienter halt werden. Ja, und im Punkt der BIM-Thematik hatte ich vorhin schon ein bisschen vorweggegriffen. BIM ist eigentlich eingeführt, wenn man das so will, aus der Sicht der Planer an der Stelle. Es ist einfach nur nicht vielleicht bis in jeden Winkel der Wertschöpfungskette halt hinein schon gekommen, aber es ist auf einem relativ guten Weg. Interessant wird es werden, diese Datensilos aufzubrechen und das dann in diese anderen Bereiche eben halt auch mit aufzunehmen. Ja, und damit vielleicht ein gewisses Resümee und ein paar Überlegungen, die ich gerne mitgeben würde, ist, BIM sollte obligatorisch in Ausschreibung halt hinein. Es gibt bei vielen Feldern, dass halt Projekte gestartet sind und man wollte hinterher dann doch in das Modell halt hinein und das war dann halt eher recht aufwendig und teuer und vor der Perspektive, dass eigentlich der grundsätzliche Weg und die Leitplanken genau auf das Thema digitales Modell, ob das jetzt nun in der Infrastruktur oder ein Gebäude ist, einzahlt, sollte das eigentlich obligatorisch gesetzt sein. Die Nachhaltigkeitsthematik ist ganz klar gesetzt und Softwareunternehmen haben es ein Stück weit auch schon in der Umsetzung halt mit drin. Ob das jetzt schon bis zum letzten Element halt direkt hundertprozentig schon durchgängig ist, sei mal noch dahingestellt, aber auch von der Softwareseite, von der Planerseite geht da schon sehr viel. Es muss standardisiert zur Anwendung kommen, um eben halt den Mehrwert daraus zu schaffen. Das Ganze muss irgendwie auch finanziell darstellbar sein und da habe ich neulich im Rahmen der Baufachschaftenkonferenz mit jungen angehenden Ingenieuren halt unterhalten und da kam natürlich, ja klar, man macht das, weil man Spaß hat, etwas zu erschaffen, zu planen und zu bauen, aber das Ganze muss natürlich auch irgendwo finanziell attraktiv sein. Und wenn man mal die Verläufe der Studienzahlen halt sieht, dann glaube ich, könnte es nicht verkehrt sein, dass diese Branche ein wenig mehr Aufmerksamkeit auch finanzieller Art erfolgen sollte. Ja, last but not least, wir müssen raus aus den Datensilos, um eben halt einen Datenflow zu schaffen von dem Bereich der Datenaufnahme, aber auch wie wir sie dann diese Daten weiter im Lebenszyklus des Projektes und über das Projekt beispielsweise Richtung Smart City oder Energiecontracting, Versicherern oder in weiteren Stellen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, eben halt auch teilen können. Ja, und last but not least, der Punkt ist, wir müssen alle Leute des Plan und Bauens mitnehmen. Alle Stakeholder müssen wir im Blick halt haben. Insofern reicht es nicht, ich sag mal, nur Elfenbeinturm oder Breite zu nehmen, sondern wir müssen bis, ich sag mal, jedes Handwerksbüro vom Prinzip halt hinein, dass auch diese Modelle auf der Baustelle eben halt digital gelebt und verstanden werden und es uns nicht, ich sag mal, dann dazu führt, dass wir aus einem tollen Gebäudemodell oder einem Infrastrukturmodell hinterher dann die 2D-Papierpläne rauslassen und dann auf der Baustelle im Baubüro dann doch wieder im Papier halt arbeiten. An der Stelle, glaube ich, ist noch ein bisschen was zu tun. Aber das ist, denke ich, auch völlig normal, weil der Prozess ja eben am Laufen ist und seinen Weg halt gehen wird. Genau, eine Folie, die dann eher zum späteren nochmal durchstöbern halt ist. Und damit würde ich eigentlich auch schon schließen. Und ich hoffe, ich habe die Zeit nicht zu sehr strapaziert. Wir, denke ich, haben noch die Möglichkeit für die eine oder andere Frage und freue mich über den Austausch. Lieber Josef, du hast das Wort.